Die Tech-Titel sind nach wie vor eigentlich auf bestem Weg nach oben unterwegs. Wir sehen das ein höheres Hoch nach dem anderen, also Allzeithoch quasi täglich. Wenn da mal ein schwacher Tag dazwischen ist, dann ist es ein Seitwärtsmarkt und anschließend läuft es dann doch irgendwie wieder weiter nach oben. Also gute Voraussetzungen zumindest mal für all die Growth-Titel im Markt, insbesondere die ganz großen Markttreiber. Denn wenn wir ehrlich sind, so viele sind es gar nicht, die im Moment massiv im Plus sind. Es sind einige wenige, die Börse da nach oben treiben. Das allerdings immer noch einigermaßen nachhaltig. Dabei ist der Kurs eigentlich schon längst in einer Zone angekommen, wo viele sagen, da müsste der Kurs drehen. Aber da seht ihr mal, dass ein Indikator überhaupt gar nicht aussagefähig ist, den Kurs da zu drehen. Denn wir sind auch hier schon überkauft gewesen und das hat erstmal niemanden gejuckt. Also bitte sowas hier nicht überbewerten im Sinne von, siehste, jetzt muss er drehen. Denn gar nichts muss der, im Gegenteil. Das ist höchstens eine frühe Indikation. Ob er das dann früher oder später dann mal macht, das wird sich dann am Chart durchsetzen müssen. Im Moment sehen wir dann noch gar nichts dazu, denn egal was wir sehen, egal auf welcher Zeitebene wir uns das hier angucken, wenn, dann sind Abwärtsrichtungen eher noch dreiwellig, wie hier jetzt so eine A, B, C, aber eben alles andere als eine Impulsbewegung. Und wenn sie schon mal impulsiv nach unten gehen, wie wir das zwischendurch mal hatten, jetzt heute zur Eröffnung wieder mal, das ist ja so ein Klassiker, dass zur Eröffnung der Kurs mal schnell hin und her wackelt, die Looney Hour, die Stunde der Verrückten, das ist nicht unbedingt aussagekräftig, wenn die dann nicht konterkariert wird von einer entsprechend schwachen Gegenseite. Das haben wir im Moment nicht. Im Moment ist das alles noch von Stärke geprägt, wenn auch diese ein bisschen nachlässt. Jetzt wissen wir alle, dass der Nasdaq natürlich nicht alles ist. Es gibt noch den S&P 500, der ist aber auch stark getrieben und dementsprechend auf neuen Allzeithochkurs durch die großen Tech-Titel. Auch hier sehen wir, dass die Aufwärtsseite eben nochmal deutlich stärker einfach nochmal ist. Was soll man sagen? Ja, das ist, wenn man hier die Aufwärtsseite vergleicht mit der Abwärtsseite. Wenn man hier die Aufwärtsseite mit der Abwärtsseite. Hier kann man noch fast sagen, ist ja fast ähnlich, aber eben auch nur fast. Also wenn ich hier entscheiden müsste, welche schwächer ist, dann würde ich sagen, im Moment immer noch die Abwärtsseite. Zugegeben, nach oben hin, es wird so ein bisschen langweiliger hier die Geschichte. Also man hat so ein wenig den Eindruck, als ob er hier, wir sagen dazu, als ob der Kurs so ein bisschen eindreht. Ich habe es jetzt übertrieben gezeichnet, also den Schwung verliert. Und das ist etwas, wenn das passiert, also wenn der Kurs dann tatsächlich mal so diese Kurve so ein bisschen kriegt, ja, dann kommt halt eine ABC und dann kann er ja anschließend wieder weiter nach oben gehen. Also das ist da ja nicht ausgeschlossen, dass das passiert, im Gegenteil. Aber dementsprechend müssen wir eben auch damit rechnen, dass vielleicht jetzt mal sowas passiert, das uns allerdings, wenn es so ein schöner Wackeliger ist, sogar den nächsten Einstieg für die Long-Seite nochmal bescheren kann. Also ihr seht, ich kann gar nichts Negatives sagen über den Markt und insbesondere was die Techies angeht, die ja in dem Zusammenhang mit den Zinsen sehr stark gebracht werden. Sieht die Situation eigentlich alles andere als desolat aus. Im Gegenteil. Also schauen wir uns mal an, was die US Treasury Notes machen, die Zinsmärkte. Und da sehen wir, dass wir aktuell eben nach oben orientiert sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, überlegt euch selber, ist das so eine richtig überzeugende Tat für jawohl, steigende Kurse? Oder ist das so ein bisschen, wir mühen uns hier den Hang hoch, um dann als nächstes irgendwann wieder die Abwärtsseite einzugehen? Ich muss gestehen, es sieht für mich eher nach dieser Richtung aus, aber ihr seht schon, Start des Falls ist hier oben irgendwo, vielleicht dieses alte Hoch hier, ungefähr 133,50, es kann auch sein Trendkanalmäßig, den habe ich jetzt sehr oberflächlich hier hingemalt, also 133,50, 134, kann ich mir da locker vorstellen, vielleicht wird es nicht ganz so hoch. Und anschließend erst wieder nach unten, weil die starke Richtung ist eben nun mal diese hier. Witzigerweise haben wir die Situation gerade umgekehrt im kleinen Chart, hier im 15-Minuten-Chart. Wenn ich mal die Aufwärtsrichtung vergleiche mit hier in der Abwärtsrichtung, zumindest mal im Groben, dann hat man echt den Eindruck, als ob man nicht hier irgendwo sagen kann, Mensch, die Aufwärtsrichtung wird dann nochmal hier gespielt. Und das wäre ja eigentlich das Passende, dass wir dieses Ei da oben nochmal erreichen. Wie gesagt, 133,50 ist nur mal so ein Angebot, so eine typische Orientierungsgröße. Also dafür spricht im Moment vieles. Wenn aber die Kursnotierungen bei den US Treasury Notes steigen, dann sinken die Zinsrenditen. Sinkende Zinsrenditen, die gelten aktuell auf jeden Fall vorteilhaft für den Tech-Markt, also auch für den Nasdaq. Und dementsprechend geht das hier im Moment Hand in Hand. Da das durchaus noch ein paar Tage, Wochen, vielleicht nicht mehr Monate, aber einige
viele Tage oder wenige Wochen noch nach oben gehen kann jetzt hier in dieser Bewegung, hat auf jeden Fall die Nasdaq nochmal Chance, ein bisschen da sich fortzusetzen. Ob das so kommt, könnt ihr auch ein bisschen hieran ablesen, denn wenn aus welchen Gründen auch immer dieser Markt jetzt nach unten plumpsen sollte, auch wenn das nicht mein favorisiertes Bild ist, ganz ausschließen kann man es nie. Wenn es aber runtergehen sollte, dann rechnet damit, dass die Nasdaq mindestens mal in Schwierigkeiten kommt und damit auch die S&P-Notierungen, denn die sind sehr, sehr stark an die Nasdaq orientiert und machen wir uns nichts vor. Die Nasdaq, die treibt es im Moment und der S&P wird von wenigen Titeln da aus dem Tech-Bereich dann eben nach vorne getrieben. Gucken wir mal auf die Blue Chips, gucken wir mal auf den Dow Jones in dem Fall. Der Dow Jones aktuell ja wieder einigermaßen erholt, auch wenn er immer noch im Negativen ist. So richtig negativ bin ich da gar nicht drauf, ehrlich gesagt, denn im Großen kann man sagen, das ist so eine klassische Korrektur, was wir hier haben. Jetzt mache ich mal ein Gedankenexperiment. Ihr seht hier die Zeichnung, ich habe es nochmal drin, so kleiner Wiederholer. Das war hier eine Pause, zack, vielleicht hier jetzt gerade die Pause und nochmal einmal hoch und danach die richtige Pause, also 38er Niveau oder vielleicht auch ein bisschen tiefer und anschließend nach oben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es in dieser Form aussieht. Wir haben solche Szenarien immer wieder hier vorne gehabt. Warum soll das jetzt ganz anders sein? Noch ist es ja nicht so, dass die Abwärtsseite richtig dramamäßig unterwegs ist. Das sah teilweise hier schon mal anders aus im Intraday-Chart hier, ist aber konterkariert worden aktuell. Und solange diese Zwischentiefs hier halten, ist erstmal alles safe. Wenn der Kurs jetzt insbesondere möglichst wackelig hier auf dem Weg nach unten ist, alles safe. Nur wenn der Kurs schubmäßig nach unten, so ähnlich wie hier, da muss man sich Gedanken machen, was hat er vor? Das ist dann nicht das Optimale, was ich mir dann vorstelle für die bullische Seite. Also gar nicht so schlechte Voraussetzungen aktuell an den Märkten. Machen wir noch einen Abschlussblick auf Gold, weil ich weiß, dass sich das viele eben immer wieder wünschen. Der Anstieg, den ich hier jetzt mal so als Möglichkeit nochmal angeboten hatte, der ist offensichtlich ausgeblieben. Im Gegenteil, der Kurs jetzt nach unten weg. Und das macht eigentlich keinen großen Unterschied für das Gesamtbild. Denn wenn wir uns mal diese Bewegung vorstellen, das ist, ob der jetzt nochmal da hochgegangen ist oder nicht. Im Prinzip haben wir eine Abwärtsbewegung, hier die Gegen, hier eine Abwärtsbewegung, hier die Gegen. Und jetzt kommt hier nochmal die fünfte Welle runter. Das wäre so das klassische Bild aus meiner Sicht. Und dann, ich muss sagen, dieses Szenario, was ich hier jetzt sehe, hat doch erschreckend viel gemein mit einer echten ersten Impulsbewegung. Und wenn wir dann eben eine wackelige oder ABC-Bewegung bekommen, die hier dann getriggert wird, dann ist die nächste Abwärtsbewegung relativ realistisch. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh, aber haltet das im Auge. Also die Marke, die ich hier so eingekringelt habe, die man so ziemlich unmotiviert da in der Landschaft liegen sieht, bei ungefähr 1550 bis 1600, die wäre dann absolut nochmal eine sehr, sehr typische und sehr, sehr gangbare. Hängt natürlich von den Größenordnungen hier so ein bisschen ab, die wir hier noch zu erwarten haben. Also ihr seht es, Gold ist im Moment nicht in bester Verfassung. Solange die Aktien weiter steigen, werden sicherlich einige sagen, da muss ich nicht unbedingt in Gold investieren. Solange Gold fällt, liquidiere ich da lieber und hole mir was anderes Schickes mit Rendite, ähnlich wie am Aktienmarkt. Das kann sich natürlich schnell drehen, aber das ist die aktuelle Situation aus meiner Sicht hier aktuell. So, also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal mit diesem Überblick alles Gute. Ich hoffe, dass ihr heute auf der richtigen Seite liegt und das ist heute, was auch immer ihr euch live anguckt, ob das der Markt ist oder das Spiel heute Abend, dass es in dem Sinne so ausgeht, wie ihr euch das hofft oder vorstellt. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.